Die Berichtssaison der Unternehmen über das abgelaufene dritte Quartal, also die Monate Juli, August, September, ist gerade in vollem Gang. Anja Schneider, darüber wollen wir reden. Welche Bilanz lässt sich denn bislang ziehen? Ja, ich würde sagen, man kann es zusammenfassen unter dem Begriff durchwachsen. Zwar ist vielen Unternehmen gelungen, die Erwartungen der Analysten zu treffen, zu übertreffen, aber den Ausblick, den doch viele Unternehmen gegeben haben für die kommenden Quartale, war dann doch ernüchternd. Und wir sehen ganz gut, dass bei Unternehmen, die bisher eine sehr hohe Bewertung haben, beispielsweise die glorreichen 7 aus dem Nasdaq 100, da war der Anleger dann doch auch, ja, der hatte hohe Erwartungen an die Unternehmen, und wenn die dann nicht erfüllt wurden, ging das dann im Aktienkurs dann doch auch mal rapide bergab. Wir haben es gesehen bei Tesla oder auch bei Alphabet, die beide nach der Öffnung der Bücher dann ungefähr 9% niedriger notiert haben. Also einige, viele Unternehmen haben schon ihre Zahlen bekannt gegeben. Was ist noch in der Pipeline? Welche Unternehmen berichten noch? Ja, Ende der Woche steht eine ganze Reihe an deutschen Unternehmen an, die ihre Bücher öffnen. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Lufthansa, Fresenius, Zalando, Vonovia oder BMW. Aber auch internationale Schwergewichte sind noch dran, beispielsweise Apple oder auch Novo Nordisk. Etwas später im Monat November sehen wir dann auch noch, ja, mit Spannung Nvidia. Nun ist es ja immer so, dass die Quartalszahlen logischerweise jedes Quartal bekannt gegeben werden, weil sie eben genau dieses Quartal umfassen. Und könnte man ja mal fragen, warum wird das nicht jeden Monat gemacht? Dann muss man nicht immer so lange warten, bis die Zahlen kommen. Oder auch nur einmal im Jahr, dann müssen die Unternehmen nicht so oft im Jahr rechnen. Warum ist das also so? Ja, einerseits ist es ja regulatorisch vorgegeben in den USA, wirklich streng für jedes Unternehmen, das dort an der Börse gelistet ist, ist diese quartalsweise Berichterstattung Vorgabe. In Deutschland hingegen, wo wir das Wertpapierhandelsgesetz haben, wäre eigentlich nur eine halbjährliche Berichterstattung vorgesehen. Aber wenn man eben in großen Indizes wie zum Beispiel dem DAX, MDAX oder anderen, ja, Mitgliedern der DAX-Familie notiert sein möchte, hat man eben auch die Vorgabe. Auf der anderen Seite ist dieses, ja, quartalsweise Berichten einerseits für den Anleger gut, dass er regelmäßige Updates hat, aber auch für die Unternehmen selber, denn in so Quartalen kann man auch gut Schlüsse ziehen, wie war denn die Entwicklung beispielsweise zum Vorjahr. Man denke zum Beispiel mal an sehr zyklische Unternehmen oder Unternehmen, die von, ja, Sondereffekten betroffen sind. Handelsunternehmen, die im vierten Quartal traditionell sehr gut sind, wo zum Beispiel der Black Friday ist oder auch das Weihnachtsgeschäft. Mhm. Nun werden ja die Zahlen, wenn sie denn rauskommen, immer mit einer gewissen Spannung erwartet, weil die Zahlen müssen ja nicht so faktisch veröffentlicht werden, wie die Analysten es vorher gerechnet haben. Da gibt es immer mal Überraschungen, positive Überraschungen, negative Überraschungen. Wie können sich Trader darauf positionieren? Weil in der Regel solche Überraschungen ja auch einen deutlichen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Ja, also risikoaffine Trader positionieren sich da gerne mit Hebelprodukten. Hebelprodukte ermöglichen es eben, ja, wie der Name schon sagt, mit einem Hebel an der Entwicklung zu partizipieren, auch gerne kurzfristig. Und natürlich auch der Vorteil, solche Hebelprodukte ermöglichen nicht nur, ja, dass ich auf steigende Kurse setzen kann, sondern mit entsprechenden Put- oder Short-Produkten eben auch auf fallende Kurse. Nun kann es aber vorkommen, habe ich auch in der Tat schon häufiger mal gehört, dass man zwar zum Beispiel einen Call-Optionsschein auf eine Aktie gekauft, wo man sagt, ja, ich kann mir vorstellen, die Zahlen werden besser sein, als der Markt es erwartet. Und dann tritt es auch ein, die Zahlen sind besser und auch der Aktienkurs steigt daraufhin. Und trotzdem verdiene ich mit diesem Call-Optionsschein nichts. Wie kann das sein? Ja, das ist eben die Besonderheit bei klassischen Optionsscheinen, die jeder Anleger kennen sollte, bevor er in so ein Produkt auch investiert, dass eben bei klassischen Optionsscheinen nicht allein der Basiswert ausschlaggebend ist für die Preisbildung, sondern es gibt eine ganze Reihe anderer Faktoren, unter anderem die sogenannte implizite Volatilität. Die hat auch einen sehr hohen Einfluss, und die implizite Volatilität, die beschreibt eben die vom Markt erwartete Schwankungsbreite der Zukunft, sprich auch die Unsicherheit, die in der Zukunft liegt. Und vor so Zahlen, wie Sie schon angesprochen haben, man weiß ja nicht, werden die Erwartungen getroffen, übertroffen oder vielleicht aber auch berichtet das Unternehmen viel schlechter. Deshalb ist die implizite Volatilität sehr hoch, und eine hohe implizite Volatilität bedingt immer auch einen hohen
Kurs des Optionsscheins. Mhm. Also hohe implizite Volatilität, hoher Optionsscheinpreis. Und sind die Zahlen dann erstmal draußen, die Unternehmen haben die Bücher geöffnet, dann ist diese Unsicherheit ja raus. Man weiß, wie lief das abgelaufene Quartal und somit fällt die implizite Volatilität. Und ja, das hat dann auch im Zweifel negative Auswirkungen auf meinen Optionsschein. Und ja, im Zweifel gleicht es dann sogar den in Ihrem Fall besprochenen Kursanstieg fast schon aus. Ja. Also der Rückgang der Unsicherheit wirkt sich nicht beim Aktienkurs aus, aber eben beim Optionsschein. Genau, richtig. Und dann kann das eben auseinanderklaffen. Ja, kann ich nur sagen, ist ja blöd. Ne? Wenn ich dann richtig gelegen habe und nichts verdient, ist ja wie 6 richtige im Lotto. Und dann wird gesagt, ja, haben alle, sie kriegen nur 1 Euro. Und wie kann ich das Problem umschiffen? Ich will ja dann auch das, was ich richtig erwartet habe, dann irgendwie auch einloggen. Ja, wenn ich gehebelt eben auf Unternehmensmeldungen setzen möchte, können sich risikoaffine Anleger einmal Turbo-Optionsscheine anschauen. Das sind sogenannte Delta-1-Produkte. Was verbirgt sich hinter dem Fachbegriff? Es bedeutet eigentlich, dass das Produkt, also der Turbo-Optionsschein, sich linear mit dem Basiswert entwickelt. Also andere Faktoren haben da eher eine untergeordnete Rolle, sondern wirklich die Entwicklung des Basiswerts ist da im Vordergrund bei der Entwicklung. Analog zum klassischen Optionsschein haben solche Produkte auch einen Basispreis, aber zusätzlich auch eine sogenannte Knockout-Barriere. Das ist der entscheidende Unterschied, aber wichtig ist eben, zur Erreichung des Gewinns bei positiven, besseren Zahlen als erwartet, habe ich nicht das Problem, dass der Rückgang der impliziten Volatilität den Preis des Turbo-Optionsscheins senken würde. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Man muss allerdings beachten, diese Knockout-Barriere ist eben ein gewisses Risiko, denn also diese liegt, wenn ich jetzt auf steigende Kurse setze mit einem Call, liegt sie unter dem aktuellen Basiswertniveau. Wenn ich jetzt auf fallende Kurse setze mit einem Put, liegt sie entsprechend darüber. Und sollte diese Schwelle nur einmal berührt oder ja, verletzt unter überschritten werden, verfällt das Produkt sofort und der Anleger erleidet je nach Produktausgestaltung einen Totalverlust oder erhält nur einen geringen Restwert. Und so sollten Anleger, bevor sie in so ein Produkt investieren, auch immer mal die Niveaus prüfen, wo liegt diese Knockout-Barriere und ist meine Einschätzung so, dass wenn es je in die andere Richtung läuft, diese Knockout-Barriere eben doch nicht erreicht wird. Also das ist ein entscheidender Punkt, der anders ist als beim klassischen Optionsschein, der eine Laufzeit, aber eben keine Knockout-Barriere hat. Genau. Dafür habe ich umgekehrt beim Turbo-Optionsschein eben eine Knockout-Barriere, aber keine Laufzeit, zumindest beim unendlichen Unlimited-Turbo, der häufigste Fall am Markt ist. Daraus muss man natürlich einen Schluss ziehen. Man sollte also tunlichst darauf achten, dass diese Barriere möglichst weit weg ist, oder? Ja, also es gibt eben den Zusammenhang, will ich einen sehr hohen Hebel haben, also möchte ich ein hohes Risiko haben, dann ist diese Barriere eben entsprechend näher dran, da habe ich nicht so viel Puffer, gehe ich eben entsprechend runter mit dem Hebel, ist die Knockout-Barriere dann auch entsprechend weiter weg. Wie bei fast allen Produkten sieht man hier auch den direkten Zusammenhang zwischen Chance und Risiko. Ja, also das heißt, wenn ich nicht so schnell ausgenockt werden will, kann ich auch nicht so viel Rendite machen, aber habe dafür mehr Sicherheit. Trotzdem noch ein Wort zu den Risiken. Welche gibt es sonst noch, die ich kennen muss? Ja, Turbo-Optionsscheine sind wie klassische Optionsscheine auch Inhaberschuldverschreibungen. Das heißt, sie unterliegen keiner Einlagensicherung und Anleger sollten entsprechend das Emittentenrisiko dann berücksichtigen. Ja, aber für jeden, der kurzfristig auf solche Entwicklungen setzen will, zumindest wenn es um steigende Kurse geht und sich nicht dem Risiko einer rückläufigen impliziten Volatilität aussetzen will, für den ist es möglicherweise ein Instrument, das er einsetzen kann. Anja Schneider, vielen Dank für diesen Blick auf Quartalszahlen und wie Trader damit umgehen können, meine Damen und Herren. Letztendlich muss jeder selber entscheiden, welche Risiken in welchem Bereich er eingeht. Ohne Risiko geht es nun mal leider nicht.